Das erste Gehalt. Das erste Gehalt ist was echt Cooles. Aber ihr müsst euch klar machen, dass Brutto nicht gleich Netto ist. Das heißt, das, was auf eurer Gehaltsabrechnung obendrauf steht, ist nicht das, was am Ende übrig bleibt und das, was ihr ausgeben könnt. Das heißt, Brutto ist die gesamte Summe und dort werden dann noch Steuern und zum Beispiel Sozialversicherungen und sowas abgezogen. Netto ist das, was am Ende übrig bleibt und was ihr ausgeben könnt. Das könnt ihr euch am besten so merken: Brutto habt ihr brutal viel und netto nicht mehr so viel.